Israel gestern mit 180 Raketen angegriffen. Bisher gab es wohl ein Todesopfer. Jedenfalls laut den neuesten Medienberichten, die ich finden konnte. Ein Palästinenser im Westjordanland, der durch versehentlich herabstürzende Raketenteile getroffen wurde. Aber mal zu den Hintergründen dieses Angriffs. Wieso greift der Iran Israel nun an? Dieser Angriff kommt alles andere als überraschend. Der Iran hatte nach der Ermordung von Haniyeh, also dem Hamas-Chef, schon eine Vergeltung angekündigt, hat mit dieser Vergeltung dann auf sich warten lassen. Israel hat darauf reagiert, indem es einen Terroranschlag auf viele Hezbollah-Mitglieder durchgeführt hat, wo auch Militär, wo man Pager zur Explosion gebracht hat, wo auch wo auch medizinisches Personal mit ins Visier geraten ist, wo man auch Zivilisten getötet hat. Israel hat dann seine Bombardements im Libanon massivst intensiviert. Mittlerweile sind schon über 1600 Menschen im Libanon seit Oktober letzten Jahres bei israelischen Bombardements gestorben. Also habe ich nochmal die Quelle eingeblendet. Das hat die UN vermeldet. Bisher wurden mehr als 8000 Menschen verwundet und mehr als 200.000 Menschen vertrieben. Also, das ist die Bilanz des Krieges von Israel im Libanon. Und dann hat Israel tatsächlich auch zahlreiche hochrangige Hezbollah-Mitglieder ermordet, darunter Hassan Nasrallah, den Chef der Hezbollah. Also auf diese ganzen israelischen Provokationen, erst die Pager-Attacke, dann die intensivierten Bombardierungen, dann die Tötung von Hassan Nasrallah und gestern dann der Einmarsch Israels in den Libanon. Also auf diese ganzen israelischen Provokationen, die nach der Ermordung Haniyehs folgten, hat der Iran Israel nun mit Raketen angegriffen. Es gab wohl, wie gesagt, nur ein Todesopfer. Der Iran hat auch schon angekündigt, dass es damit nun gut ist. Also der Iran hat gesagt, jetzt reicht's. Wir werden Israel nicht mehr angreifen, sollte Israel auf diese Attacke nicht reagieren. Also der Iran hat gesagt, das war eine Warnung. Wir werden Israel nicht weiter angreifen. Israel hat seinerseits schon Vergeltung angekündigt. Also Israel wird wohl laut eigenen Aussagen zurückschlagen und dann wird der Iran zurückschlagen und die nächste Attacke, die wird laut Meldung von iranischen Offiziellen wohl zerstörerischer sein. Also es gibt jetzt noch ziemlich viel Unklarheit, was eigentlich in Israel getroffen, was zerstört wurde. Also der Iran hat gemeldet, ich blende es hier nochmal ein, laut NZZ, dass 80% der Geschosse ihre Ziele erreicht hätten. Da liegt aktuell noch der Nebel des Krieges drüber. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr spekulieren, was diese Raketen so getroffen hatten. Wie gesagt, bisher ein Todesopfer ist eine sehr, sehr ungute Eskalation. Aber was man dazu sagen muss, diese Eskalation, die kommt alles andere als überraschend. Das ist nichts, was jetzt plötzlich passiert wäre oder wo irgendein iranischer Offizieller durchgedreht wäre. Das ist eine seit Monaten angekündigte Vergeltungsaktion auf die Ermordung Khaniyehs, also des Hamas-Chefs, der im Iran auf Staatsbesuch war. Also Israel wusste, dass der Iran eine Vergeltungsaktion starten würde. Trotzdem hat Israel nichts unversucht zu lassen, den Iran in den letzten Monaten immer weiter zu provozieren. In den letzten Tagen nochmal ganz besonders und jetzt ist es eben zu dieser Vergeltungsaktion gekommen. Wie gesagt, das ist sehr besorgniserregend. Das ist eine Eskalation, die so die Gefahr eines Krieges erhöht. Wir können nur hoffen, dass Israel jetzt nicht nochmal zurückschlagen wird. Und jetzt muss die Bundesregierung natürlich alles tun, um mäßigend auf, jetzt müsste die Bundesregierung theoretisch alles tun, um mäßigend auf Israel einzuwirken. Die Außenministerin Baerbock hat natürlich das Gegenteil getan. Sie hat Israel schon ihre Solidarität versichert und den Angriff des Irans aufs Allerschärfste verurteilt, ohne Worte der Mäßigung in Richtung Israel. Naja, uns stehen kriegerische Zeiten bevor. Das ist nur die neueste Etappe in dieser sich immer weiter drehenden Eskalationsspirale. Wie gesagt, es bräuchte jetzt eigentlich Druck auf Israel, dass es an dieser Spirale nicht weiter dreht, aber aktuell sieht es nicht so aus, als ob der Westen dies tun würde.